Peter Schreier, Tenor von Weltformat. Er ist auf allen großen Bühnen zu Hause als Sänger und als Dirigent. Jetzt hat er sich von der Opernbühne verabschiedet, schließt damit ein Kapitel von 40 Jahren. Was nun folgt, dazu Peter Schreier heute im Dresdner Gespräch. Schön, dass Sie da sind, Peter Schreier, dass es geklappt hat. Und ich hoffe, das interessiert auch Sie zu Hause, die ich herzlich begrüße. Und deswegen sind auch wieder Gäste in unser Landesfunkhaus gekommen. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Herr Schreier, unsere Sendung hat weniger an Minuten als Ihre Gesangskarriere an Jahren wert. Vorab die allererste Frage. Wie oft haben Sie sich eigentlich so Witzeleien oder Spötteleien aufgrund Ihres Namens gefallen lassen müssen? Ja, ziemlich oft natürlich. Und selbst berühmte Leute wie Karl Böhm ist also mit dem Namen nicht so sehr pfleglich umgegangen. Aber das hat mich nicht gestört. Und ich hatte auch nie die Absicht, deswegen eventuell meinen Namen zu ändern. Obwohl mir das gerade von Wiener Bekannten damals sehr geraten wurde, als ich in Wien das erste Mal sang. Am 8. Juni haben Sie an der Berliner Staatsoper zumindest Abschied von der Oper genommen. Wer nicht dabei gewesen ist, dem muss man sagen, dass Sie frenetisch gefeiert wurden, dass sich das Haus zweimal Ihnen zu Ehren erhoben hat. Gab es da in dem Moment, wo Sie auf der Bühne standen, so einen Augenblick, wo Sie gezweifelt haben, ist die Entscheidung wirklich richtig? Nein, ich habe nie daran gezweifelt, dass die Entscheidung richtig war. Und ich habe mich ja auch nicht mit einem Mal von der Oper verabschiedet, sondern ich habe schon in den letzten Jahren meine Opernverpflichtungen reduziert und mich ganz auf das Konzertleben konzentriert, sodass mir der Abschied also wirklich nicht schwer fiel. Und wenn man so 40 Jahre, ja, kann man sagen, 41 Jahre auf den Opernbühnen gestanden hat, dann glaube ich, ist auch ein Zeitpunkt gekommen, wo man einsehen muss, dass man eben mit 65 Jahren keinen jungen Prinzen mehr darstellen kann. Auch wenn ich es gesanglich noch schaffe. Aber es ist unglaubwürdig. 136 Mal haben Sie allein in Berlin den Tamino in Mozarts Zauberflöte gesungen. Ist es Zufall, dass Sie sich mit dem Tamino verabschiedet haben? Oder ist das so ein bisschen auch eine Referenz gewesen an Ihren Start 1944 als Kruzianer? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Da bringen Sie mich jetzt drauf. Aber es war mehr oder weniger Zufall. Das heißt, die Zauberflöte ist im Moment die einzige Oper, die auf dem Spielplan der Berliner Staatsoper steht, die ich also noch singen kann. Und deswegen ist es zu dieser Zauberflöte gekommen. Aber es ist natürlich ein ganz interessanter und glücklicher, eine glückliche Zusammenhang, dass ich ja 1944 im damaligen Gewandhaus oder so ähnlich war es ja, als zweiter Knabe das erste Mal in der Zauberflöte aufgetreten bin. Mhm. Und so habe ich dann alle Etappen oder alle Partien, die möglich waren, in der Zauberflöte auch gesungen. Vom Knaben zum Priester bis zum Tamino. Es würde mir eigentlich nur noch der Geharnischte fehlen. Den könnte ich eventuell noch singen, aber ich habe gesagt, Schluss. Herr Schreier, wenn man Sie so auf der Bühne beobachtet, beispielsweise an diesem 8. Juni, ist mir so aufgefallen, in dem Moment, wo Sie wirklich frenetisch gefeiert wurden, stehen Sie nicht alleine vorm Vorhang und genießen sozusagen das Feiern, sondern Sie haben immer wieder das Ensemble an Ihre Seite gewunken. Warum? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, sicherlich gibt es unterschiedliche Charaktere. Nicht? Ich bin sicherlich keiner, der nun so unbedingt die Öffentlichkeit liebt. Ich brauche sie natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass ich ja meinen Erfolg oder überhaupt meine Tätigkeit nicht alleine vollführen kann, sondern ich brauche die Musiker im Orchester, ich brauche den Dirigenten, ich brauche die Kollegen, die mit mir auf der Bühne stehen. Und deswegen sehe ich mich auch nicht als Einzelkünstler, zumindest auf der Opernbühne. Und es lag mir schon, oder es liegt mir sehr viel daran, alle mit einzubeziehen. Sie haben mir alle geholfen. Sie haben über Jahre mir beigestanden, haben vielleicht auch manchmal mit mir gezittert, was es nun gerade war. Und deswegen war es mir für mich ganz selbstverständlich, dass ich das Ensemble mit einbezogen habe in diese Feier. Sie haben an allen großen und schönen Häusern dieser Welt gesungen. Wo haben Sie sich denn am wohlsten gefühlt in der Oper?
Und die Frage ist auch wieder schwer zu beantworten. Erstmal möchte ich ja niemanden beleidigen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mir die Berliner Staatsoper ein sehr schönes Kissen, eine Voraussetzung geboten hat, meine Laufbahn aufzubauen. Ich habe ja fast alle Mozart-Partien in Berlin das erste Mal gesungen und bin dann damit hinaus in die Welt gezogen und hatte also auch eine gute Ausbildung, hatte eine gute Grundlage für all diese Partien, für die Gestaltung dieser Partien. Aber ich meine, es gibt natürlich ein paar Opernhäuser, die einfach einen solchen Weltruf und eine solche Weltgeltung haben, dass einem dort das Herz schon noch höher schlägt. Ich denke zum Beispiel an die Wiener Staatsoper, ich denke an die Mailänder Scala, ich denke an die Münchner Staatsoper und an die Metropolitan Opera. Und akustisch? Akustisch ist die Semperoper eigentlich die am sängerfreundlichsten ist. Wenn wir gerade dabei sind, was war das exotischste Erlebnis für Sie? Eine Aufführung Così fan tutte in Kairo, wo während dem alten Kairo Opernhaus, was inzwischen abgebrannt ist, wo während der Vorstellung und während meiner Arie Un'aura amorosa eine Katze hinter der Bühne furchtbar jaulte und sicherlich durch meinen Gesang angeregt wurde. Das war ein großes Erlebnis für mich, der Zwiegesang zwischen einer Katze und mir. Ihr Operndebüt war 1959 hier in Dresden als erster Gefangener in Beethovens Fidelio. Die letzte Vorstellung jetzt am 8. Juni 2000 in Berlin an der Staatsoper. Wenn Sie die Regieauffassung, die Operninterpretation von Ende der 50er Jahre und heute miteinander vergleichen, wie fällt Ihr Urteil aus? Vielleicht nicht so sehr gut. Ich glaube, es tritt ein Trend ein, dass die Regisseure in erster Linie Selbstdarstellung pflegen. Vielleicht nicht mal unbedingt bewusst, aber ein Regisseur muss heute etwas ganz Verrücktes machen, um sich zu profilieren. Und da fängt es natürlich an, zweifelhaft zu werden. Bei allem Mut zu einer Progressivität, bei aller Wichtigkeit für die Regie, die ich auch glaube, also es ist nicht so, dass ich altes Operntheater haben möchte, Rampentheater. Es geht mir zu wenig um das Stück, um die Musik und vielleicht auch zu wenig Vertrauen zu dem Darsteller, Sängerdarsteller, der seine Persönlichkeit ja auch mit einbringt. Es geht alles so ein bisschen dazu hin, eine Marionette des Regisseurs zu werden. Ist das auch der Grund dafür, dass Sie sich dann fürs Dirigieren entschieden haben und nicht ins Regiefach zu wechseln? Nun, ich glaube, das hat umfassendere Gründe. Ich habe mich immer schon mehr zur Musik hingezogen gefühlt. Also das Regietheater als solches ist nicht unbedingt meine Sache, das habe ich ja auch schon oft gesagt. Aber dass ich auch dirigiere, hat eigentlich eher damit etwas zu tun, dass ich gern die Gesamtheit des Musizierens beeinflussen möchte. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass meine Ausbildung vom Kreuzchor über Musikhochschule eben ganz auf die Musik gerichtet war. Und das hat sich bis heute doch sehr stabilisiert. Über 1000 Opernvorstellungen haben Sie gegeben. Jetzt ist sozusagen dieser Lebensabschnitt zum Ende gekommen. Wie überhaupt der künstlerische Weg von Peter Schreier verlaufen ist, das schauen wir uns jetzt an. Peter Schreier verzaubert sein Publikum. Und das nicht erst seit gestern. Vor fast genau 65 Jahren hat hier alles angefangen. Da nämlich erblickt er das Licht der Welt. Das ist der Ortsteil Konstabel vom Dorf Gauernitz. Ja, und hier sehen wir jetzt die Schule. Das war nicht mein Geburtsort, aber sofort, 14 Tage nach der Geburt, habe ich also hier angefangen zu leben. Oben links waren unsere Wohnräume, ziemlich geräumige Wohnungen. Mein Vater war hier Lehrer und hat es dadurch natürlich nicht weit. Er konnte 5 Minuten, bevor es losging, noch gerade gefrühstückt in den Unterricht gehen. Seine Mutter war es, die ihn schließlich im zarten Alter von 8 Jahren in die Dresdner Kreuzschule schickt.
Der damalige Kreuzkantor Rudolf Mauersberger lehrt den Kruzianer schon frühzeitig, diszipliniert und ausdauernd zu sein. Und so kann er bereits mit 24 Jahren sein Operndebüt in Beethovens Fidelio feiern. Es folgen Wagner und Mozart. Prinz Tamino in Mozarts Zauberflöte, eine Rolle, die den jungen Tenor über Jahrzehnte begleiten wird. Sowohl Karl Böhm als auch Josef Krips entdecken schon frühzeitig das Talent Schreiers. Und so stehen die Salzburger Festspiele und die Wiener Oper irgendwann ebenso in seinem Terminkalender wie New York, Zürich oder Budapest. Sein Stammhaus aber ist die Berliner Staatsoper. Im Juni stand er dort zum letzten Mal auf der Bühne, ganz klar als Tamino. Es ist kein Lebewohl für immer. Stattdessen will sich Schreier auf die Konzertbühne konzentrieren, die ihm ohnehin näher sei. Hier komme es auf den Sänger allein an, kein Bühnenbild lenke vom Gesang ab. Sein Repertoire reicht von Bach über Schubert bis Haydn und Brahms. Privat ist Schreier übrigens ein beinahe vernarrter Fußballfan. Selbst Konzerttermine wurden schon nach Fußballmeisterschaften ausgerichtet. Und er liebt die Natur. Wahrscheinlich wäre Peter Schreier ein guter Gärtner geworden, läge ihm die Musik nicht so am Herzen. Herr Schreier, am Herzen liegt Ihnen die Musik, war die Feststellung. Wie ist sie denn in Ihr Herz gekommen, die Musik? Ach, da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, die darauf Einfluss genommen haben. Aber auf jeden Fall prägend für mich war die Erziehung meines Vaters, der Kantor und Lehrer in Gauernitz war und mit seinen Kollegen Zimmermann auf der gegenüberliegenden Seite in Coswig zusammenkam und Kammermusik machte. Und als ich noch Baby war, wurde ich teilweise auch sogar auf den Flügel gelegt, um das so richtig mit der Muttermilch zu bekommen. Aber später wurden wir dann ins Schlafzimmer abserviert, mein Bruder und ich. Aber es war neben dem Musikzimmer und wir konnten also alles mithören. Und also die kleine Nachtmusik hat für Sie noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ja, ja. Also ich glaube, dass diese ersten Jahre doch sehr wichtig waren für eine musikalische Ausbildung. Sie sind dann ab 1943 in die Vorbereitungsklasse der Kreuzschule gegangen, sollten dann im März 1945 als Kruzianer Ihre Aufnahmeprüfung haben. Das kam dann natürlich nicht dazu durch den 13. Februar, durch die Zerstörung Dresdens. Aber was ich Sie da fragen wollte, ist einfach, wie ist es dann mit dem Herzen gewesen, nach dieser Zerstörung auch beispielsweise so etwas zu singen wie die Komposition von Mauersberger, Wie liegt die Stadt so wüst? Nun, ich muss dazu sagen, dass man als Kind die Dinge ja nicht so emotional aufnimmt wie ein erwachsener oder halberwachsener Mensch, der den Angriff miterlebt hat. Ich habe damals den Angriff aus Gauernitz beobachtet. Wir sind auf den Schulturm hinaufgestiegen und haben uns das wie ein Spektakel angesehen. Nicht ahnen, dass dort zigtausende Menschen umkommen. Und wir haben eigentlich erst den nächsten Morgen erlebt, als dann die ersten Flüchtlinge mit verbrannten Haaren und rußgeschwärzt nach Gauernitz kamen und dort Zuflucht suchten. Also diese Herzensbeziehung zu so einem Ereignis ist sicherlich noch nicht so ausgeprägt. Aber die Motette, Wie liegt die Stadt so wüst, hat besonders heute für mich noch einen ganz anderen Wert, weil Mauersberger doch aus dieser ganzen Situation heraus erstmal den richtigen Text gefunden hat dazu und eben auch eine Musik, die unter die Haut geht. Und was damals war, wie damals mein Herz reagiert hat, das spielt jetzt für mich keine Rolle. Wichtig ist, dass ich das heute so empfinde. Ist Rudolf Mauersberger überhaupt einer derer, die für Ihren Lebensweg ganz wichtig gewesen sind? Überhaupt der wichtigste Mann. Er hat mich gewissermaßen auf die Schiene gebracht und er hat
voraussehend eben gesagt, Sie müssen Sänger werden. Und er hat damit recht gehabt, obwohl er erst vielleicht mir einen falschen Rat gegeben hat, indem er mich nämlich mit 19 Jahren die Matthäus-Passion, den Evangelisten in der Matthäus-Passion singen ließ. Und ich furchtbar einbrach dabei, weil ich einfach noch nicht die technischen Voraussetzungen dafür hatte und dann doch einen Moment zweifelte, ob es überhaupt Sinn hat, Gesang oder Musik zu studieren. Hm. Raten Sie denn Kindern, Jugendlichen oder andersrum gefragt, ist es besonders günstig, wenn man in einem Chor gesungen hat, um dann sozusagen in die Sängerlaufbahn zu starten? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon allein beim Studium an der Hochschule für Musik einen solchen Vorsprung anderen Sängern gegenüber gehabt, dass ich mich eben zum Beispiel auch mit dem Dirigieren während des Studiums schon beschäftigen konnte. Aber ich würde sagen, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich habe zum Beispiel meine Kinder nicht in den Kreuzchor geschickt, weil ich fürchtete, sie haben vielleicht nicht so viel Talent für die Musik, dass es dann beruflich mal ausreicht. Aber musikverbunden sind beide. Der beide. Eine ist Tonregisseur. Der andere ist Sänger. Und sie sind alle beide glücklich in ihren Berufen. Aber es ist eine schwere Entscheidung. Denn wenn man mit 18 Jahren nach dem Stimmwechsel entscheiden soll, ob aus dieser Stimme oder aus dieser Musikalität mal etwas wirklich Erstklassiges, Brauchbares daraus wird, das ist eine Entscheidung, die schwer zu fällen ist. Das kommt eben sehr dann auf die Persönlichkeit des Menschen an, auf sein Durchsetzungsvermögen, auf seine Konzentration auf den Beruf, und die Ablenkungen sind ja heute, wie Sie wissen, sehr groß. Also da habe ich eine gewisse Furcht davor, so wie ich eben auch ungern Sänger unterrichte, weil ich ihnen nicht garantieren kann, dass sie mit dem, was sie von mir bekommen, dann auch wirklich eine musikalische oder sängerische Laufbahn einschlagen. Obwohl Sie ja Professor sind. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist, so einen Titel kriegt man verliehen. Es ist einfach so, dass Gesangspädagogen, glaube ich, eine ganz besondere Antenne für die Jugend haben muss. Und es ist bestimmt nicht so, dass jeder gute Sänger auch ein guter Lehrer ist. Dazu gehört ein Talent und dazu gehört auch eine Veranlagung. Mein Vater war so eine Veranlagung. Wie wichtig ist für Ihre gesamte Gesangstechnik, für Ihre Ausdrucksstärke der Kreuzchor gewesen? Also bei allem Respekt für die Leistung Ihrer Kollegen, es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Tenöre wie Sie, wo man tatsächlich jedes Wort versteht. Ja, ich weiß nicht, ob das nun unbedingt mit dem Kreuzchor zu tun hat, aber ich glaube, dass für mich in puncto Stilistik, in puncto Literatur, Musikliteratur, der Kreuzchor eine einmalige Voraussetzung war für meine persönliche Laufbahn. Sicherlich muss man auf vieles verzichten in der Jugendzeit und auch noch später, um sich so auf diesen Beruf zu konzentrieren, dass man eben, sagen wir ruhig, einen bestimmten Erfolg hat. Aber diese Selbstdisziplin und diese manchmal auch Kasteiung fast, ja, verlangt von den Menschen, die um einen leben, zum Beispiel meiner Frau, meinen Kindern, viel Verständnis, weil einfach wenig Zeit bleibt für, sagen wir, für familiäre Kommunikation. Trotzdem nochmal zurück zum Gesang. Sie sagen über sich, ich bin kein Textspucker. Aber was machen Sie, was die anderen dann nicht machen, dass man Sie so gut versteht? Denn das drückt sich ja dann auch im Liedgesang eindeutig aus. Was mache ich? Also ich meine, ich verstehe heute ein Lied oder auch eine Opernarie nicht allein als ein musikalisches Stück oder sagen wir, als ein Stück, wo man Stimme zeigen kann. Möglichst auch noch schöne Stimme, das ist ja notwendig. Ich glaube, dass ja hinter jeder Musik, was heißt, ich glaube, es ist so, hinter jeder Musik ein gewisser Ausdruck steht. Und dass im Zusammenhang mit Text dieser Ausdruck verstärkt wird. Und dass dazu natürlich notwendig ist, dass ich den Text so singe, dass man ihn versteht. Sonst kann ich la 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 singen, nicht? Und dann brauche ich gar keinen Text singen. Also
da bin ich sehr beharrlich dran geblieben und sage das auch heute in Meisterkursen, die ich hin und wieder mal gebe, und verlange da auch sehr viel. Das ist für mich eben genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, als nur Stimme zeigen. Mhm. Und mit der Sprache umgehen hat ja auch etwas ganz Kreatives. Ein Wort klingt ja oftmals ganz anders, wenn man es sprachlich anders färbt, wenn man es sprachlich bestimmter ausspricht, indem man es dynamisch anders ausspricht. Und aus dieser Komposition ergibt sich dann für mich eigentlich erst der überzeugende Ausdruck, der ja bei jedem Menschen anders sein kann. Er muss nur überzeugend sein. Ich weiß, Sie mögen das Wort nicht so besonders gern, aber man liest natürlich immer davon, Sie sind ein Weltstar. Aber Sie sind jemand, der gegen diesen ganzen Starkult ist. Ja, also mit dem Weltstar, das kann ich kaum hören. Also das finde ich furchtbar. Auch das Wort Karriere finde ich furchtbar. Ich tue weiter nichts als meine persönliche Pflicht als Künstler, dem Menschen etwas künstlerisch zu vermitteln. Und das ist nicht mit Gloriole verbunden, das ist etwas ganz Normales. Und wenn man eben eine Gabe bekommen hat, wie ich, dann hat man auch die Verpflichtung, mit der Gabe ordentlich umzugehen. Wie sehen Sie das aber, den ganzen Rummel, den es um die drei Tenöre gibt? Jetzt gibt es drei junge Tenöre und was weiß ich noch alles für Spielarten? Ich sehe das sehr geschäftlich. Also ich meine, die ökonomische Seite ist dort sehr ergiebig und die künstlerische Seite ist eigentlich mehr nebensächlich. Es ist mehr ein Spektakel. Es ist ein Spektakel, es ist Show. Und vielleicht wird der eine oder andere Mensch im Publikum möglicherweise auch dahin geführt, sich mit klassischer Musik mal zu beschäftigen, wobei ich da nicht so richtig dran glaube. Aber es hat in unserer heute so medienträchtigen und fernsehträchtigen Zeit natürlich seine Berechtigung und sollen sie es doch machen. Mein Fall ist für Sie nicht. Ist das nichts. Für mich ist nichts, nein. Herr Schreier, wir haben mal ein bisschen im Archiv nachgeschaut. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Sie haben im Grunde genommen an allen großen Häusern der Welt gesungen, auch mit allen großen Dirigenten der Welt gearbeitet in den zurückliegenden Jahrzehnten. Uns hat einmal interessiert, wie die über Sie denken. Seit den 40er Jahren steht Peter Schreier nun schon auf der Bühne. Eine Zeit, in der es nicht ausbleibt, von den Kollegen beobachtet und beurteilt zu werden. Er ist ein Sänger, über den man keine Lobesworte mehr finden muss. Er ist ein musikalischer Partner, bei dem man sich manchmal schämt, dass man ihn dirigieren muss, weil er selbst so musikalisch ist, dass er das gar nicht braucht. Ich habe ihn zuerst in Salzburg gehört und liebte ihn gleich. Natürlich musikalische Intelligenz und natürlich Stimme und eine liebe Persönlichkeit. Peter Schreier hat dieses Gemüt, das Gefühl für Mozart, das auf einmal sehr tief und sehr unschuldig, direkt und feinfühlig ist, ja. Nun ist plötzlich die Frage gekommen, dass er ja also mein stärkster Konkurrent wird. Er hat jetzt das Dirigieren aufgenommen und ich habe ihn gesehen. Und ich muss ja sagen, von den vielen Leuten, die jetzt, also ich weiß nicht, aus was für Gründen dirigieren, der ist ein echter Professionist. Er hat ja sehr genau zugehört durch 15 Jahre. Und ich habe ihn immer so gesehen, wenn er mich so verstohlen beobachtet hat, da habe ich gedacht, der wird sicher mal anfangen zu dirigieren. Und wir haben es gesagt, das habe ich eigentlich die längste Zeit erwartet. Und wir haben ihn in Berlin gehabt, zur großen Freude des Orchesters. So ein echter, ehrlicher Erfolg. Ich habe ihm gesagt, jetzt, ich weiß nicht, müssen wir uns überlegen, sind Sie uns lieber als Dirigent oder als Sänger? Das sagt er, Schatz, ich kann ja beides machen, sage ich, ausgezeichnet. Damals sicher mehr noch ein Wunsch. Doch inzwischen hat sich Peter Schreier sowohl als Sänger als auch als Dirigent verdient gemacht. Man hat es den Aufnahmen angesehen, Sie sind etwas älteren Datums, denn Sie haben es auch bemerkt, Herbert von Karajan und Sir Yehudi Menuhin leben leider nicht mehr, aber noch Kurt Masur.
Da verbindet sie, glaube ich, auch eine ganz spezielle Geschichte. 1993, als sie ihr Debüt bei seinem Orchester der New Yorker Philharmonie gaben. Das ist nicht ganz richtig. Sein Orchester habe ich nie dirigiert. Aber ich habe mit ihm zusammen gesungen, Matthäus Passion. Und da merkte ich eben auch, dass Masur sein ganzes Verständnis für die Leipziger Tradition, für unseren Bach, auf dieses Orchester übertragen hat. Und dort ist ja jahrzehntelang keine Matthäus-Passion erklungen. Zu Yehudi Menuhin, da hatte ich mir noch ein Zitat aufgeschrieben, wo ich Sie fragen wollte, ob das auch für Sie ein Lebensmotto sein könnte. Er hat einmal gesagt, Liebe allein, nicht Hass, kann die Welt heilen. Würden Sie das unterschreiben? Ja, voll und ganz. Wie stark kann die Musik diese Liebe ins Leben bringen? Ich glaube, dass die Musik einen ganz, ganz großen Vorteil hat, dass sie gerade in dieser Charaktereigenschaft Hass, Liebe, absolut die positive Seite des Lebens, nämlich die Liebe, beflügelt. Und dass die Musik wirklich die Kraft hat, von Aggressionen wegzukommen, vielen negativen Seiten unseres heutigen Lebens ablenken kann. Bekennen Sie sich da auch ein bisschen als Träumer? Denn die Realität ist ja doch meist eine andere. Ja, gut, ich meine, wenn ich heute so einen Liederabend hernehme, dann ist das ja in gewisser Weise eine geträumte Wahrheit. Schauen Sie sich eine Dichterliebe an oder einen Liederkreis von Eichendorff. Es sind Lieder, die Natur besingen, die Liebe besingen und aber immer eine, bei dem Zuhörer, immer eine Stimmung hervorrufen sollen. Das heißt, die ja ganz unterschiedlich sein kann. Jeder reagiert auf Musik oder auf Worte anders. Aber ich glaube, dass zumindest die Anregung für den Hörer sehr stark ist, sich ein Bild zu machen und zu träumen. Seit 30 Jahren dirigieren Sie nun auch schon. Es war, glaube ich, genau am 7. Februar 1970 in Berlin, wo Sie das erste Mal dirigiert haben. Das Datum habe ich jedenfalls gefunden. Was hat Sie eigentlich damals diesen zweiten Weg einschlagen lassen? Das war ein ganz persönlicher Zufall. In der Berliner Staatskapelle saßen einige Musiker, die mit mir in Dresden studiert hatten. Und die hatten sich ja irgend so einen Gag ausgedacht und da kam der Krause, der Cellist, zu mir und sagte, du Peter, du hast doch beim Hinze dirigieren gelernt in Dresden. Willst du nicht mal bei uns ein Konzert dirigieren? Ich meine, ich bin mir schon darüber im Klaren, dass ich dieses Angebot nur bekommen habe, weil ich eben der Tenor Peter Schreier war. Und ich habe dann gar nicht lange gezögert und gesagt, das probiere ich mal. Hatten es denn in dieser Zeit, als Sie Dirigent und Sänger waren, Dirigenten mit Ihnen schwerer, weil Sie auch was vom ein Fachmann fürs Dirigieren sind? Ach, das glaube ich nicht. Ich meine, ich bin sowieso ein Typ, der sich auch unterordnen kann. Und das gehört im Musizieren überhaupt dazu. Man muss sich gewissen Bedingungen unterordnen. Ein Dirigent hat eine Idee, er möchte etwas ganz konkret durchsetzen im Ensemble oder auch als mit einem einzelnen Sänger. Und ich habe damit keine Schwierigkeiten, darauf einzugehen. Es gibt tausende verschiedene Möglichkeiten, etwas zu interpretieren. Und dann muss ich auch die des Dirigenten akzeptieren. Natürlich gibt es auch manchmal Fälle, wo ich sage, naja, also nur mit knirschenden Zähnen mache ich das. Welchen Anspruch haben Sie selbst als Dirigent? Wie verstehen Sie sich? Zumindest nicht als ein Pult. Befehlshaber, Imperator. Ich möchte eigentlich am liebsten Musiker haben, die mit mir zusammenarbeiten, wo man gemeinsam etwas erarbeitet und wo man auch Anregungen der Musiker übernimmt und annimmt. Deswegen liegt mir eigentlich gar nicht so sehr viel an den großen Orchestern, die ja relativ schwer zu handhaben sind. Mir macht es mehr
Freude, mit Kammerorchestern zu arbeiten, wo auch der Wille zum gemeinsamen Musizieren noch größer ist. Wie ist das eigentlich vom Unterschied her? Als Sie auf der Oper gesungen haben, singen Sie natürlich immer ins Publikum. Als Dirigent stehen Sie mit dem Rücken zum Publikum. Wie merkt man da Reaktionen? Nicht immer, nicht immer. Aber meistens. Ich habe ja auch noch eine besondere Interpretationsform gefunden. Aber wie soll ich sagen, das beeindruckt mich wenig. Ich meine, ich kommuniziere mit den Musikern und versuche durch mein Dirigieren bestimmte Akzente zu geben, so wie wir es erarbeitet haben, zu erinnern an Dinge, die sein müssen. Und deswegen kommt mir eigentlich gar nicht so der Gedanke, was ist eigentlich hinter mir, wie reagiert das Publikum. Als Sänger sehe ich das Publikum und bin oftmals schon abhängig davon, wie die Gesichter reagieren. Ob sie konzentriert sind, ob sie sehr viel husten zum Beispiel. Das sind Dinge, die den Sänger auf der Bühne schon irritieren oder sogar beflügeln. Mhm. Also der Kontakt mit dem Publikum als Sänger ist sehr, sehr wichtig. Der ist, glaube ich, entscheidend dafür, ob man überhaupt rüberkommt, wie wir so schön sagen. Ob das, was man singt, auch wirklich verstanden wird oder ob sich das Publikum in diese Welt hineinziehen lässt. Wie ist Ihr Verhältnis zu zeitgenössischer, zu moderner, ernster Musik? Ein schwieriges Kapitel. Ich lebe doch in einer etwas schon vergangenen Zeit. Bei mir hört es eigentlich auf mit, sagen wir, Prokofjew, Hindemith. Alles, was ich dann noch gemacht habe, habe ich mit großen Geburtswehen gemacht. Also wenn ich an Eder denke, wenn ich an Kielmeier denke, wenn ich an, wann habe ich noch gesungen? Also es gibt da einige, wo eben die Dessau. Dessau, ja, ja. Ich meine, sicherlich, die eine Seite ist, dass ich sehr aus der alten Tradition, aus alten Hörgewohnheiten komme. Das ist wahrscheinlich überhaupt das große Problem, dass man die Hörgewohnheiten so schlecht wegbekommt. Und wenn man heute moderne Musik hört oder singt, dann möchte ich eigentlich in erster Linie auch, dass die menschliche Stimme ihr artgemäß wirklich etwas ausdrücken kann und nicht nur Geräusche von sich gibt oder Intervalle, wo man jedem Sänger ansieht oder anmerkt, wie schwierig das ist und es kommt eigentlich kein Ausdruck zustande. Ich meine, es gibt natürlich auch eine ganze Menge Literatur, die diese Ansprüche befriedigt. Aber zum großen Teil ist für mich eben die moderne Musik Konstruktion. Aber was glauben Sie gerade gegenüber jungen Leuten? Kann man die eher mit klassischer Musik gewinnen oder eher mit moderner, ernster? Also ich habe da ganz merkwürdige Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Neffen, der inzwischen ein sehr renommierter junger Komponist ist, der ja nun gar keine, sagen wir, klassische, im klassischen Sinne, Musikgrundlage hat. Der also erst in späten Jahren, ich glaube erst mit 18 Jahren, 19 Jahren, überhaupt zur Musik gekommen ist und sich gleich auf das Komponieren gelegt hat. Also es ist durchaus möglich, dass man so eine Entwicklung nimmt. Und dann hat man es vielleicht auch leichter, sich mit neuer, moderner Musik zu beschäftigen und diese Klangwelt auch zu erleben. Sie haben schon 1983 eine Biografie geschrieben, aus meiner Sicht. Also das ist fast 20 Jahre her. Können jetzt die Schreier-Fans damit rechnen, dass es eine Fortsetzung gibt? Nein. Ganz und gar nicht. Nein. Warum nicht? Nein, ich schreibe nicht gern. Ich schreibe weder Briefe gern, noch Bücher gern. Und immer wenn ich gebeten werde, über irgendein Thema einen Kommentar oder ein paar Seiten abzugeben, da winde ich mich. Und es fällt mir furchtbar schwer. Es gibt ja genügend, die das gerne machen und denen überlasse ich das. Auf jeden Fall kommt in Ihrem Buch aus meiner Sicht Ihre Liebe zu Bach zum Ausdruck. Und wir haben Sie einmal beobachtet, wie Sie Bach einstudieren. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, Kreuzige, Kreuzige. Nein, also der Aufruf, die Aufforderung kommt nicht an.
kreuzige ihn. Garantiert nicht. Das ist überhaupt nichts. Aber ich sage Ihnen, das ist keine Frage der großen Stimmen oder der Dynamik, sondern das ist eine Frage des Ausdrucks. Kreuzige, 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 kreuzige. Diese Bereitschaft muss ich haben. Da Ihnen die hohen Priester nochmal. Da Ihnen die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige! Johann Sebastian Bach hätte sicher seine Freude, könnte er sehen, wie Peter Schreier seine Werke lebendig werden lässt. Gleichzeitig singen und dirigieren, eine Doppelrolle, in der Schreier oft zu erleben ist. Der Evangelist im Mittelpunkt des Geschehens. Tempo und Einsätze werden durch den Gesang eindeutig vorgegeben. Das sei manchmal einfacher als nur zu dirigieren. Die Sechzehntel aggressiver spielen. Das Achtel ist schön kurz, aber die beiden Sechzehntel sind so schön auf weiche Violine gemacht. Ja. Rund ein Drittel seiner Zeit verbringt Peter Schreier inzwischen am Dirigentenpult. Dass er selbst vor dem Orchester aus einem sängerischen Gefühl heraus arbeite, beweist letztlich eines. Peter Schreier ist Sänger und Dirigent zugleich. In 10 Tagen, also am 28. Juli, erinnern wir uns des 250. Todestages von Johann Sebastian Bach. Welche Rolle spielt er für Sie? Er ist mein Gott, um es mit einem Wort zu sagen. Ich habe mal ein Interview über Herrn Reich Ranicki gesehen und wurde auch alles Mögliche gefragt. Und am Schluss fragte der Reporter: Glauben Sie an Gott? Sagt er: Ja, an Wolfgang Amadeus Mozart. Mhm. So, dann habe ich ihn ein paar Monate später getroffen in Salzburg und sage ihm: Herr Reich Ranicki, Sie haben mir ja einen Riesengefallen getan, dass Sie in dem Interview gesagt haben, glauben Sie an Gott? Ja, an Wolfgang Amadeus Mozart. Was sagt er? Habe ich das gesagt? Ich hätte auch Shakespeare sagen können. Und da war ich dann wieder ein klein wenig enttäuscht, dass es also doch nicht so ernst genommen war wie mit Mozart. Aber entschuldigen Sie, bei mir können Sie wirklich davon ausgehen, dass Johann Sebastian Bach mein Gott ist. Was ist die Faszination? Einmal die ungeheure Lebendigkeit seiner Musik. Und ich meine, Bach war in Anführungsstrichen ja nur Kirchenmusiker. Aber er hat in die Kirchenmusik ein solches Leben hineingebracht, sei es in der harmonischen Entwicklung, sei es in der dynamischen, in der sprachlichen Dynamik. Also hier ist für mich eigentlich alles das erfüllt, was ich mir von Musik erwarte. Sie sagten vorhin, er ist für Sie Gott. Liegt daran Ihre Wirkung als Evangelist in den Passionen? Denn auch beispielsweise am 8. Juni, als Sie sich in Berlin verabschiedet haben, sagte der Intendant, im Grunde genommen kann man sich weltweit kaum einen anderen Evangelisten vorstellen wie Peter Schreier. Muss man ihn so lieben? Muss er für Sie Gott sein, um ihn so zu interpretieren? Das hat jetzt vielleicht mit der Person nicht so unbedingt sehr viel zu tun, aber die Musik und die Art und Weise, wie er diesen Evangelisten komponiert hat, mit seinen ungeheuren, spannungsreichen Intervallen, mit seiner Kunst, mit dem Evangelisten einen großen Faden über das ganze Stück zu spannen, wo jede einzelne Nummer von dem Evangelisten im Grunde beeinflusst werden kann, verlangt einen ganz engagierten Evangelisten, einer, der quasi in der Hand und keinen reservierten oder keinen neutralen Berichterstatter, wie er oftmals auch früher noch gesagt wurde. Der Evangelist hat ganz neutral zu sein und sich jeder Emotion zu enthalten. Nein, das finde ich ganz und gar nicht. Und dieses Engagement, was ich aus meinem Körper und aus meinem Geist heraus bringen kann, das gibt mir diese, sagen wir ruhig, Freude auch daran, Bach zu interpretieren. Ist es da für Sie auch eine besondere Freude, einen Tag vorher, am 27. Juli, wenn ich das richtig gelesen habe, in Schwäbisch Gmünd den Europäischen Kirchenmusikpreis in Empfang zu nehmen im Bachjahr?
Ja, das überrascht mich allerdings sehr, denn ich bin ja im Grunde kein Kirchenmusiker, habe mich lediglich um viele Bereiche der Kirchenmusik verdient gemacht, aber ich sehe es als eine sehr große Ehrung an und freue mich darüber. Und dann wiederum, also Ende Juli ist bei Ihnen sehr vieles dicht gedrängt. Am 29. Juli ist Ihr 65. Geburtstag. Ist das für Sie eine spezielle Zäsur? Nein, nein. Ich habe überhaupt noch gar nicht so ein richtiges Gefühl fürs Alter, muss ich sagen. Ich bin im Moment noch so im künstlerischen Leben drinne stehend, dass es keine echte Zäsur gibt. Ich sagte ja vorhin schon, auch dass die Tatsache, dass ich von der Opernbühne abgetreten bin, ist für mich keine Zäsur. Es geht ja weiter und altersbedingt muss ich halt auf der Opernbühne aufhören und habe noch ein paar Jahre vor mir. Und hoffe nur, dass ich den Punkt finde, wenn ich mir sagen muss, also du, das hat keinen Sinn mehr, du kannst nicht mehr deine Leistung bringen, hör auf. Als Leadsänger bleiben Sie uns Gott sei Dank erhalten und naja, als Dirigent. Das ist auch begrenzt natürlich. Werden Sie auch wieder stärker in Dresden zu tun haben? Denn künstlerisch war Ihre erste Liebe, habe ich immer den Eindruck, Berlin, obwohl Sie ja nach wie vor die ganzen Jahre hier in Dresden gewohnt haben. Nun, ich meine, das hängt natürlich auch an den ganzen Umständen, auch an den politischen Umständen. Die Berliner Staatsoper war eben zu DDR-Zeiten das Haus und hatte auch die meisten Möglichkeiten, international zu wirken. Und ich bin ja über Berlin auch erstmal international tätig geworden. Insofern war Berlin für mich schon der künstlerische Mittelpunkt. Aber ich habe zu der Zeit auch ab und zu in Dresden gesungen. Aber Rückzugsgedanken überhaupt aus der Öffentlichkeit gibt es noch nicht. Weil ich habe kürzlich mal etwas gelesen, da sagten Sie, ja, ich bin auch ein Mensch, der nicht unbedingt jeden Tag, jederzeit arbeiten muss. So 2001 oder 2 könnte ich mir vorstellen, mich zurückzuziehen. Ja, also bis 2002 passiert es nicht, da ist der Kalender schon wieder voll. Aber dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ich bin vielleicht sogar eher ein fauler Mensch, wenn ich nicht immer gedrängt würde. Und wer ist der Drängende bei Ihnen? Ihre Frau? Na, ganz und gar nicht. Nein, nein, die hält mich eher zurück. Nein, der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz. Ja. Mhm. Gut, dann wollte ich Sie auf jeden Fall noch fragen, wenn man 65 wird, gibt es noch künstlerisch ein Projekt, was Sie sich unbedingt erfüllen möchten, wo Sie sagen, das muss noch werden? Nee, also ich habe in meiner ganzen künstlerischen Laufbahn nie nach irgendeinem bestimmten künstlerischen Projekt geschielt, was ich gerne machen würde. Zum Beispiel wurde ich ja oft gefragt, hätten Sie nicht gern mal einen Ausflug ins italienische Fach gemacht? Mhm. Ich sage, ja, ich liebe die italienische Musik, aber sie liegt mir nicht und ich habe nicht die stimmlichen Möglichkeiten, um sowas zu machen. Und ich würde meiner Stimme auch bestimmt schaden, wenn ich sowas tue. Können Sie eigentlich Italienisch, wenn man Italienisch singt, lernt man dann auch automatisch nicht, irgendwann nicht die Sprache? Gut, also nur zum Hausgebrauch. Also das ist eine Frage, die ich Zeit meines Lebens doch sehr bedauere, dass ich als junger Mensch nicht intensiv Sprachen gelernt habe. Mhm. Da habe ich heute meine Liebenot damit. Mhm. Eine Liebe gilt natürlich auch, weil Sie ja nicht weit weg von Meißen geboren sind. Meißen, Sie engagieren sich da sehr. Werden Sie da dann auch mehr Zeit haben, sich noch mehr zu kümmern? Nun, ich meine, dieses Projekt Meißen bleibt ja immer. Obwohl in den letzten Jahren sehr viel geschehen ist und ich mache jedes Jahr irgendeine Aktivität für Meißen. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge andere Projekte, die man andrehen, anheizen möchte. Und ich habe jetzt neulich schon mal zu meiner Frau gesagt, ich könnte eigentlich mich ganz auf Benefizkonzerte zurückziehen. So viele Angebote hätte ich. Aber wenn ich mich etwas zurückziehe, dann möchte ich ja auch mal ein bisschen mehr ruhiges, persönliches Leben führen. Werden Sie denn wenigstens am 29. an Ihrem Geburtstag zu Hause sein? Das sage ich Ihnen nicht. Das verraten Sie mir nicht. Gut, ich kann Ihnen natürlich noch nicht zum Geburtstag gratulieren. Das möchte ich jetzt im Augenblick auch noch überhaupt nicht. Dafür ist dann am 29. Zeit. Herr Schreier, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war schön, mit Ihnen reden zu können. Ich bedanke mich bei Ihnen hier im Landesfunkhaus, dass Sie Gäste der Sendung waren. Und natürlich bei Ihnen zu Hause ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's. Auf Wiedersehen.